Ach, die kriegen doch Zeit. Da zockt jemand. Wo, wo, wo? Ich will sehen! Junge, wo zockst du? Hier rum, vielleicht. Noch eins höher. Ah, ja. Modernster Fernseher, der neueste Schrei hier, Opas Glotze. Original mit 3 HD, 3D Mega-Grafik und im Lieferumfang enthalten natürlich Tony Hawk's Skater Experience von EA. Naja, da gucken wir lieber einem Gebäude zu, wie es steht, beziehungsweise Sneaky beim Arbeiten, wovon man nichts, leider nichts, rein gar nichts sieht. Eine Holzskulptur einfertigen, eine Tonskulptur einfertigen. Ach, wer braucht das schon? Mit Cyclone anfertigen. Anfertigen? Nein, an Freunden. Anfertigen? Ah, Chef. Ex-Freund. Naja. So, ich glaube, ich switch mal wieder. Sag mal. Ach, der muss jetzt warten, bis die aus der Schule kommt. Ja, genau. Mein Gott. Ja. Das ist ja auch mal wieder so eine Szene. Er steht hier einfach jahrelang und an ihm laufen so viele Menschen vorbei und fahren so viele Autos vorbei. Was? Ich habe Angst. Guckt euch den Gesichtsausdruck an. Furcht einflößend. Junge. Mord. Mord. Tod. Tod. Naja. Es rennt hier irgendeine... Naja. Macht ein Wettrennen mit dem Auto. Amarin verhungert ja, bevor der das Ding abgibt, hat hier was zu essen. Nein. Sozial geht natürlich auch runter. Harndrang, Energie, Spaß. Wird er sterben? Ich wollte ja noch... das kann ich jetzt mal schützen. Warum lässt du ihn so lange warten? Erstmal ist's nicht was... kann der eigentlich kochen? Ja, oh, Level 2 schon. Mittagessen servieren. Gegrilltes Käse. Gegrillter Käse. Und danach mache ich was Geiles. So, Junge, jetzt mach mal hin. Oder Mädel. So. Jetzt hat die erst Schule aus und jetzt muss er noch auf den Schulbus warten. Sehr hungrig. Nagender Hunger ist kein schönes Gefühl. Besorg deinem Sim regelmäßig etwas zu essen, damit er mag mich. Ne? Aha. Sieh mal du. Aha. Er mag mir was zu essen. Oh, er ist fertig mit dem Essen machen. Qualität normal. Super. So, jetzt machen wir mal hin. Ich will jetzt nicht ewig warten, ich will das noch in dieser Folge schaffen. Das hier reinstellen. Und übrigens, wenn Sims keine Stühle haben, dann setzen die sich hier aufs Klo. Natürlich auf die Zunächst-Klobrille, glaube ich zumindest. Und essen. Pizza bestellen. Wieso, ist doch gut dein Essen. Aber der Herd ist versifft. Ich glaube, den Tod. Ja. Glückwunsch zur Fertigstellung von Malheit. Ich denke, du hast uns gesagt, deinen Job ganz gut gemacht. Du bist ja sehr groß. Ja. Zu 6% abgeschlossen. So, dann fährst du nach Hause. Isst einen gegrillten Käse. Gehst aufs Klo und danach, was haben wir hier? Fitnessraumerweiterung und Waschküche.
Wo denn auf dem Friedhof? Fitnessraum? Nee, hier daneben. Mit Kunden über Renovierung reden. Jawohl. Und beginnen. Amarin ist ziemlich am Arsch. Okay, free. So, ich ziehe mir mal andere Klamotten an, bevor ich das mache, was ich machen wollte. Und dann reisen wir in die Techtelmechtel. Nein, reisen wir in die Vergangenheit oder Zukunft. Ende, Mist, es rabbelt in der Kiste. Ja, okay, ist egal. Wir reisen in die Vergangenheit. Oh yeah. Und überreden den Vergangenheits-Sneak dazu, nicht mit Amarin Akefree zusammenzuleben, dass nicht mehr sowas hier entsteht. Das Grauen. So, wenn Amarin jetzt noch die Teller aufräumen würde, wäre das sehr schön. Das tut er aber nicht. Jetzt ist er auch noch müde. Jawohl. Die Teller schmeißen wir mal wieder weg. Zeitung auch. Komm, geh aufs Klo. Mach schneller, bevor du stirbst. Ach, jetzt. Ja. Mit Gunther sprechen. 5 Architekturaufträge erfüllen. Und mit Gunther sprechen. Oh, schmeckt nach Kusch. Sneaky hat erstaunt zugesehen, wie das Königreich von Kusch Salzblöcke Salz gegen alle möglichen Reichtümer wie Gold, Elf und Elfenbein eintauschte. Wer hätte gedacht, dass Salz zu der Zeit so wertvoll war? Ach, der hat keinen... seine Arbeit ist zu Ende. Okay, Energie unten und Sozial unten. Dann gehen wir mal hier hin und schlafen. Nein. Das ist eine durchgestrichene Toilette und das ist eine... kaputte Toilette! Warum macht Amarin die ganze Zeit die Toilette kaputt? Mein Gott! So, Schlafanzug an und pennen. Naja. Ach, hatte der den Wunsch schlafen oder was? Als Sneaky in der Eiszeit auf einem gewaltigen Gletscher entlang spazierte, kam eine Mastodon in Sicht, das eine Gruppe Sims angriff. Sneaky zögerte nicht einen Augenblick und eilte ihnen zur Hilfe, stieß ein ohrenbetäubendes Kampfgeschrei aus und verjagte so das riesige Ungeheuer. Sneaky konnte außer ihrem Namen Münze nichts verstehen. Münze, ja. War aber froh, einen Haushalt vor der Ausrottung gerettet zu haben. Hoffentlich hat das keine Veränderungen in der Zukunft zu folgen. Einen Haushalt gerettet zu haben. Nachdem Sneaky einem berühmten Detektiv geholfen hatte, einen abscheulichen Verbrecher davon aufzuhalten, das London des 19. Jahrhunderts niederzubrennen, hatte er sich noch eine Theateraufführung angesehen und ist dann wieder durch die Zeittunnel geschlüpft. Sneaky konnte hautnah die Errichtung der Kathedrale miterleben, Er hat sogar geholfen, ein paar riesige Steine von der Mine herbeizuschleppen, bevor die erholsame Reise durch den Zeittunnel anstand. Das ist die Mannschaft. Nice one. Oh, von Zeitreisen werde ich ja auch immer mehr. Hat er irgendwas mitgebracht? Nein. In der Zeit gereist. Nice one. Schlafen. Level 4 in der Kochfähigkeit erreichen. Pizza bestellen. Und Kissenschlacht mit Javier Münze. Ach, aus der Vergangenheit? Nein. Als ob. Oh mein Gott. Also ich glaube, mit dieser Zeitmaschine werden wir noch viel Spaß haben. Ich glaube auch, er kann jetzt nicht reisen, genau, weil der noch warten muss. So, spulen wir mal noch schneller vor.
Und was hat er noch für Wünsche? Keine mehr. 5 Architekturaufträge erfüllen und mit Günther sprechen. Ich glaube, wir warten auf einen besseren Wunsch. Einsam. Kommunikation ist für Sims ein absolutes Muss. Eine kurze Unterhaltung bringt die Welt gleich wieder in Ordnung. Naja, eine kurze Unterhaltung hilft bei Amarin, glaube ich, noch nichts. So, beide träumen von PCs. Wie sollte es anders sein? Einsam. Das ist ja hart. Hey, wir müssen dem unbedingt ein anderes Merkmal geben. Das kann ja so nicht weitergehen, ey. So, und dann... Oh, Sneaky hat so viele Wünsche. Ah, hier ein Objekt kaufen, Zielscheibe, natürlich. Okay. Freundlich von Journalismus schwärmen. Freundlich tratschen. Freundlich plaudern, freundlich nach Tag fragen, freundlich etwas kann ich schon geben, mein Tagesgeschichte. Lustige Geschichte erzählen, spezial über Computer reden. Claire Ozin hat ein Baby bekommen, Mutter und Kind sind beide wohlauf, hoffentlich ist Claire bereit für das Abenteuer der Elternschaft. Ja, und was interessiert mich das jetzt? Shamkasa Wujik. Kennst du den Mond? Nein, aber ich kenn dich. Und du bist vor mir, stehst vor mir. Ja, ich weiß. Du hast doch so ein Männerporno-Magazin. Ja, das habe ich gefunden auf einem anderen Planeten. Ist mit einer Sternschnuppe rübergeflogen. Ja, mit einer Sternschnuppe. Habe ich halt gefunden im Garten. Dem kleinen Wagen. Ja, da war so ein kleiner Planet und da kommt das Männerporno-Magazin her mit der Sternschnuppe. Ma, Dani. Ja, glaube ich, das Wort. Ja, mit der Sternschnuppe. Kannst du jetzt mal aufhören, von Sternschnuppen zu reden? Ja, und dann hat es angefangen zu regnen. Und dann ist das Männerporno-Magazin nass geworden. Ja, nass. Ja, was du? Das ist Papier. Wir haben ja jetzt einen PC, ja? Ja, ich weiß, hab ich gekauft. Spaß. Ja, und wir haben dafür Games. Ja, aber das Wichtigste ist doch noch der PC. Oder? Ja, das stimmt schon mit dem PC, aber Games sind natürlich auch richtig geil. Ja, hast recht. So, Sozialbalken von Amarin ist wieder fast ganz voll. Und er kann gegrillten Käse essen. Diesmal macht Sneaky die Betten. Duscht sich dann. Und isst Herbstsalat. Dann kann AK die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. AK säubern und duschen. So. Ach, die Toilette ist ja kaputt. Und er kann die Toilette entstopfen. Hat er jetzt? Ach, er hat immer noch keine Fähigkeit. Holadi. Sneakery Gameplay. Jawohl. So, was macht er? Warum geht's ihm so schlecht? Ach, wegen hier dreckige Umgebung, als wäre ich unsichtbar und fast ungenießbar. Oh, ja, dann arbeitet, was wir uns einen teureren Herd kaufen können. Nee, erst Dusch und dann erst Dusch. Aha, nein und nochmal nein. Deine kranken Fantasien will ich nicht teilen. Warum hat der Herd eigentlich 6 Herd?